Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Mountain. Also, da müssen wir das Glas noch holen. Ich habe gerade gedacht, komm, machen wir die Lampen, machen wir noch. Tun die in die Tasche. Ach, die brauchen wir noch Farbe. Die müssen wir grün einfärben fürs Gewächshaus. Ne? Ah, wo haben wir es hingetan? Da haben wir es hingetan. So. Ba, 52? Hat man noch was in der Tasche oder warum? Tatsächlich. Okay. Ich wollte nicht sleepen. Alter. Manchmal geht das so schnell zu, das ist unglaublich. Zack. Bop, bop, bop. Nein, nicht mit Fackeln. Mit Glas. Bams. Wir brauchen pro Gewächshaus, glaube ich, 8. Das sind 8, 16, 4, 32, richtig? Wir haben jetzt 26. Ja. Bums. Bums. Das müsste doch reichen. So. So. Babababab. Da und da. Was habe ich gerade gesagt? 8, 16, 24. Nein, das stimmt nicht. 8, 16, 24, 32. Ja, doch. Müsste richtig sein. Müsste stimmen. Dann können wir das hier wieder in die Schmiede bringen. Da haben wir dann noch ein bisschen Rest. Da haben wir auch noch Rest. Sehr schön. Rest beim Glowstone gefällt mir. Hier liegt eine Schere. Pff. Keine Ahnung warum. Glas weg. Glas weg. So, nein. Ach so. Ach so. Ja, okay. Mach mal so. Glowstone haben wir hier hinten irgendwo hingetan. Da rein. Da haben wir dann noch 10. Und wir haben auch, glaube ich, noch im Täschchen. Ne, haben wir nicht mehr im Täschchen. Na gut. Dann nicht. So. Die können wir noch wegtun. Apfel und Flint. Apfel und Flint noch weg. Aber ich glaube, wir gehen trotzdem erst zum Verzauberturm. Ne, wir müssen noch Leder haben. Flint ist da hinten. Wir müssen noch Leder haben. Wir sollten also mal Kühe schlachten gehen. Einmal füttern und schlachten. Bevor wir zum Verzauberturm gehen. Ja, kommen wir nicht drum rum. Ist halt so. Müssen wir tun. Wobei sich dann schon wieder anbieten würde, erst da hinten ein bisschen was zu machen. Weil, ne? Weil wir ja dann gerade in der Nähe sind. Warte mal. Bräuchten wir aber mehr Cleanstone, glaube ich. Weiß ich nicht. Wir hatten da was weggenommen. Ich hatte da ursprünglich den ganzen Stack reingetan. Wir hatten da was weggenommen. Ich will aber jetzt nicht wieder zurück zum Lager. Wir können aber... Können hier kurz reinhüpfen? Warum sitzt ihr wieder alle? Was ist da los? Hallo? Du auch? Hallo? So. Das verstehe ich auch nicht, dass die sich von Zeit zu Zeit hinsetzen. Okay, wir haben genug Wheat hier. Wir können, brauchen nicht ernten. Was wollte ich denn noch? Cleanstone. Ich wollte gucken, ob hier noch Cleanstone ist. Natürlich nicht. Hier ist allgemein relativ leer. Koppel? Wo haben wir denn hier Koppel hingetan? Da unten. Also auch leer? Alter!
Okay, dann geht's nicht. Sonst hätte ich jetzt hier was in den Ofen geballert und dann wäre das gut gewesen. Warte mal, wir haben nun. Genau, wir haben ein Hähnchen in der Tasche. Was hier nicht reinpasst. Deswegen haben wir es in der Tasche. Na, ja, okay. Papa. Kühe schlachten. Da habe ich auch schon überlegt, da noch eine Alternative irgendwie einzubauen, hier in das Modpack, dass man für Leder nicht unbedingt Kühe schlachten muss. Aber was mir bei diesen Sachen nicht gefällt, es gibt ja jede Menge Mods hier aus Rottenflesh, Leder, Brennen. Ne, Rottenflesh in den Ofen, Leder kommt raus. Gefällt mir nicht so wirklich. Bist du schon wieder durch den Zaun geglatscht hier oder was? Ist das das Lack hier? Was mir sehr gefällt, wirklich sehr gefällt, ist von Vegan Option die Möglichkeit. Ich bin ja eigentlich kein großer Fan von Veganen und so, ne? Wobei mir grundsätzlich egal ist, wer vegan sein will, kann vegan sein. Das soll mir wurscht sein. Ne? Was mich aber halt immer so ein bisschen stört, ist, habe ich aber glaube ich schon mal gesagt, sind die Leute, die da mit ihrer wieder veganen Überzeugung einem das aufzwingen wollen und sowas. Ne? Also, ja. Ne? Ich finde diese Mod aber trotzdem eigentlich genial. Es gibt, ich habe mir die mal angeguckt, ich habe die im zukünftigen Mission Alternate Pack habe ich die drin. Die ist klasse. Die ist wirklich klasse. Ich weiß nicht, ob das alles so authentisch ist zum echten veganen Alternativen. Ja, aber es sind halt schöne Alternativen, zum Beispiel um ans Leder ranzukommen. Das wird dann, ich weiß gar nicht, wo draus das in Vegan Option jetzt hergestellt wird. Es ist ein ziemlicher Aufwand, aber es ist halt kein Kühe-Schlachten. Ne? Und ich glaube, das ist generell was vegan und vegetarisch ausmacht auch. Die Alternativen sind sehr aufwendig. Zumindest zu einem großen Teil. Von daher glaube ich, dass, ohne da jetzt Ahnung von haben, ne, dass da die Mod da sehr authentisch ist. Ne, nicht den einfachsten Weg gehen, sondern einen etwas schwierigeren Weg gehen mit dem nahezu gleichen Ergebnis im Falle von Leder. Ja, wie viel haben wir jetzt kaputt gehauen? Gleicht sich das ungefähr aus? Hier hauen wir nochmal rein, weil hier so viele stehen. Das ist auf jeden Fall als Mod jetzt hier in Minecraft, finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Sache. Ich glaube, das war, ich weiß es nicht mehr, war es irgendwas Naturmäßiges. Irgendwas, was sich ergibt, wenn man Dschungelbäume abholzt, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall die ganzen Sachen, die durch vegan Option eingebaut werden. Auch Papieralternativ, obwohl Papieralternative, nö, ist ja eh aus Zuckerrohr. Was waren das noch? Da sind so viele, viele Sachen. Selbst für Enderperlen gibt es Alternativen. Echt cool, aber auch zum großen Teil sehr aufwendig und auch nicht unbedingt super leicht zu kriegen. Da war irgendwas, ich meine, das wäre das Leder, wo man Dschungel für braucht, wo man Dschungel-Leaves für kaputt machen muss. Hier ist ein Baum bei dem Ex-Creeper zu Schaden gekommen. War mir gar nicht aufgefallen. Wie viele Stämme sind das? Vier? Ba, 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 ba. Nein, das war falsch. Das war auch blöd. Eins, zwei. Ach, da ist gar nichts mehr drin. Ach, Scheiße. Ja, da muss der Baum halt kurz schweben, bis wir wieder Holz haben. Ach so, ich wollte gucken wegen den Büchern. Bap, bap, bap. 62 Leder ist auch ordentlich.
Da müsste man doch auch ein bisschen was draus machen können. Buch sind drei Papier und Leder, richtig? Ja. Und weil ich faul bin und jetzt nicht rechnen will, machen wir es mal so. Gibt 20 Bücherregale. Wir bräuchten maximal, glaube ich, 16. Oder 19. 16 oder 19. Reicht also auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist gut. Dann können wir das restliche Papier hier reinballern. Die zwei Bücher. Ja. Ach, wisst ihr was? Wir machen die Regale auch schon. Bam. Na, okay. Brababab. So. Und so. Und das reicht immer noch nicht. Scheiße! Weil ich keinen Bock habe zu rechnen, sondern einfach auf Gefühl hier mache. Da kommt dann sowas bei rum. Ah. Klappt doch. 20 Bücherregale. Sehr schön. Fop. Auch hier rein, irgendwo. Da oben. Was haben wir jetzt an Fleisch in der Tasche? Das ist ja unglaublich. Das wollten wir in die Schmiede tun. Und die tun wir die ins Lager. Na, die tun wir auch mal hier rein, weil die werden ja am Verzaubertisch, wären die ja ganz gut. Fleisch. Fleisch in den Kühlschrank. Wartet. Hat wart. Und den einen Knochen, den blöden, haben wir hier noch. Ist natürlich eh schon dunkel. Kann man auch hier wieder noch. Genau. Na gut. Haben wir jetzt einen Tag mit Kühlschlachten verbracht. Das gibt's ja gar nicht. Das gibt's wirklich nicht. Das verwirrt mich jetzt. Na gut, aber morgen gehen wir dann zum Verzaubertraum. Ich schwöre.